direct from Frankfurt, Germany, the Auto Channel presents exclusive press pass coverage of the Frankfurt International Motor Show. Wer gedacht hat, dass mit der IAA 2009 der französische Flair von Baguette, Savoir-Vivre und der Ente als Kultauto beerdigt wird, der hat sich ganz sicher getäuscht. Citroën ist der Automobilhersteller, der genau diese Emotionen in die Neuzeit katapultiert. Mit den Modellen C3 und DS3 setzen die Franzosen auf brillante Technik, runden und atemberaubenden Designs. Citroën hat es geschafft, ein perfektes Imagewechsel aufs Parkett zu legen, ohne die alten Tugenden zu vergessen. Der DS3 wurde vor der IAA 2009 als Nachfolger der Ente gehandelt, er ist und kann jedoch weit mehr. Dieses Auto besticht durch französischen Schick, Eleganz und Brillanz. Moderne Farbtöne, innovative und leistungsstarke Motorisierung und fesselnde Designs. Als 1949 die erste Ente oder genauer gesagt der erste 2CV von Band lief, hätte wohl niemand zu träumen gewagt, dass 2010 der Kult fortgesetzt wird und das auf höchstem Niveau. Citroën ist einer der Pioniere bei der CO2-Reduktion. Unser Flottenverbrauch ist einer der geringsten in Europa. Wir sind permanent bestrebt, bei unseren Modellen den CO2-Ausstoß zu verringern. Ein Beispiel dafür ist sicher der neue C3, von dem es gleich zu Anfang auch eine Version geben wird, die nur 99 Gramm pro Kilometer CO2 ausstößt. Das ist ein HDI-90 mit Partikelfilter, der Euro 5 konform ist. Spätestens heute wird klar, Citroën hat das Bild des Kleinwagens umgestürzt. Der 2CV war spartanisch und grau, heute ist der Citroën luxuriös und bunt. Dynamik pur, das ist Citroën auf der IAA 2009. Thanks for watching the Auto Channel. For more press pass coverage of the Frankfurt Motor Show and all other major auto shows, visit theautochannel.com, the internet's most complete and comprehensive automotive information resource.